Yes, Doc. Und auch heute lege ich für dich die Karten. Und zwar, ich habe hier die Lenormand-Karten dabei, also diese schönen bunten. Und schau mal, es kommt die Sonne, ne? Also die Sonne zeigt sich hier, denn wir haben Venus im Schützen. Und wir schauen jetzt mal auch, das steht auch generell für die Sehnsucht. Und Sehnsucht ist auch jetzt in der Zeit vielleicht nach einer Sonne, nach einer Wärme, nach Verborgenem. Und auch bei deinem Seelenpartner steht diese Sehnsucht im Vordergrund. Und es geht um die Liebe, es geht um die Verbundenheit. Und auch der Wunsch nach dir, nach dem Partner. Und also es ist sehr intensiv, vielleicht auch bei dir. Und diesbezüglich zelebriere ich heute Abend, wie gesagt, einen Ritual. Und du kannst daran mit deinem Herzensmenschen teilnehmen. Denn es gibt hier Verstrickungen, aber es steht auch ein Neuanfang mit Glück an. Und also der Mond hier spielt eine Rolle und die Sehnsucht ist sehr, sehr stark. Die Sehnsucht ist stark. Und diese Sehnsucht nach Liebe stillen zu können und real leben zu können, also kannst du mit dem Ritual nachhelfen, denn das ist hier schicksalhaft. Und schau mal, trotz Sehnsucht, also er verbietet sich das auch je nachdem. Und es geht hier ein Stück weit wirklich darum, dass es in der Tiefe gehen kann mit dem Herzensmann in der Sehnsucht, in der Liebe, dass es in der Heilung gehen kann, diese Blockade aufgelöst werden kann. Und also es zeigt sich hier der karmische Kreuz und es geht auch ein Stück weit darum, dass es öffentlich in der Treue gelebt wird. Der Universum wird dafür sorgen. Also habe keine Angst, habe keine, ja, hier so schlechte Gedanken auch übers Gerede und gar nichts, sondern lass dich da drauf ein. Also wir legen jetzt die Karten heraus, ja. Also der wird ja zu dir auch mal irgendwann mal wirklich was sagen, ja. Aha, okay. So, siehst du, es geht in der Tiefe mit dem Herzensmenschen, mit deinem Mr. Right. Also wenn du ein Ritual haben möchtest, du wirst auch Fotos von mir, von diesem Ritual bekommen. Natürlich wirklich da, also mehr energetisch in diesem Ritual. Also das ist jetzt nicht, dass ich nur was mache oder so, sondern ich werde auch natürlich Energie mit hineingeben, damit er so auf dich zukommen kann und das ist alles möglich. Ich sage es euch. Ne? Das sollte jetzt kein Versprechen sein, aber trotzdem, ich habe damit schon super gute Erfahrungen. Denn, ne? Also, dass sich der Herzensmann gemeldet hat und so weiter, sowas. Und dass die Katze wieder gekommen ist. Sowas, wo die Katze weggelaufen ist. Ja, ja, cool ist das. Ja. So. So, was habe ich denn hier? Vier, okay. Also ich habe jetzt viermal die vier. Ist 32, dann haben wir eine Überschrift, okay? So, wir schauen jetzt mal die aktuelle Situation an. Ja, die aktuelle Situation. Warum ist das jetzt so schief? Warum ist das jetzt so schief? So, ich hoffe, du siehst das. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Also. Die Sehnsucht und das ist umso stärker, umso mehr das also im Außen unterdrückt wird, umso stärker wird das im Verborgenen. Ne? Das, boah,
Das haut so richtig rein, das zerreißt deinem Herzensmann. Also diese Sehnsucht, das Ganze schon mal wirklich mir glauben. Also der leidet darunter, aber sowas von, der ist fix und fertig. So, was sehe ich denn hier? Das Ganze geht in der Tiefe mit dem, ne? Also das sind innere Kindthemen, hast du ihm getriggert auch, ne? Und der hat hier die Anker, also er glaubt noch daran, Hoffnung hat er noch, also auch an der Liebe, und er schreibt dir auch irgendwie, habe ich das Gefühl, der wird dir auch schreiben, unterstütze mit diesem Venus-Ritual heute, also wie gesagt, also dass diese Sehnsucht, was ihm zerreißt, dass du das also wirklich, wie gesagt, loslässt, was heißt, dass der das stillen kann, und du auch natürlich. Denn ich habe so ganz schnelle Veränderungen, was in eine romantische Richtung geht, auch schon Richtung, was haben wir denn, Vollmond? Ja, genau, am 8. glaube ich, haben wir Vollmond, ja. Und es geht darum, dass er das, definitiv zulässt, diese Veränderung, ne? Und das wäre wirklich wichtig, dass er das zulässt, ja. Und ich sehe jetzt hier generell, ja, dass der Vollmond hier auch eine Rolle spielen wird. Und also diese Unruhe, was jetzt da ist, er ist dir treu und der Universum leitet ihm. Das ist karmisch, diese Überforderung muss er überwinden, dass die Dinge heilen, da steht das große Glück, und es wird auch in eine positive Richtung gehen mit dem Neuanfang. Also ich sehe das schon gut kommen, und er wird auch darüber also natürlich auch sprechen. Das sind dann seine offenen Worte, ne? Ja, so nehme ich das jetzt definitiv also auch wirklich wahr. Und ich sehe jetzt hier auch die Schlange. Die Schlange symbolisiert hier, dass sich das auch entwickeln wird. Also auch, dass der sich aus dieser verzwickten Situation heraus bewegen wird. Also die Sehnsucht ist da. Und ich sehe hier schon, dass die Wunscherfüllung auch da ist, wenn der auch in seinen Gedanken diese Blockaden loslässt und in die seelische Tiefe geht, dann kommt er in seine Stärke, in seine Kraft. Und was ich jetzt hier sehe, also ich sehe schon hier, das Ganze hat Potenzial mit euch zwei. Wie sehe ich das? Also ich sehe hier auf jeden Fall den Neuanfang im Liebe. Also er wird schon mit dir wirklich Klartext sprechen, habe ich das Gefühl. Sein bitterer Ernst wird sein. So, hör mal zu. Ich weiß, dass ich mich entscheiden muss. Ich habe aber Angst, dass du mich enttäuschen könntest. Ich will ja nach Hause kommen. Ich will ja auch dieses vertraute Zuhause haben. Wenn ich dir näher komme, dann will ich dir auch den Ring geben. Also ohne Wenn und Aber. Er wird also wirklich für dich seinen bitteren Ernst sagen. Unterstütze ihn wirklich bei diesem Ritual. Das wird also einiges auch bei euch bewirken. Ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden. Wenn das der Fall war, natürlich, schreib mir auch in die Kommentare. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du das nächste Mal dabei bist, und sichere dir auch schon mal einen Platz bei den Rauhnächten, denn da nehme ich nur auch begrenzte Teilnehmerzahl an. Schau einfach, auch unter dem Video findest du alle Angebote von mir. Ich sage Dankeschön und bis bald.